Radio Schleswig-Holstein. Ja, ich mache mit dir mal einen schönen Tag, beziehungsweise ein paar schöne Stunden. Ja, auf geht's. Vielleicht melde ich mich später nochmal. Bestimmt. Platz nehmen, ne? Hier in Malente. Sehr schön, ja. Was für eine geile Aussicht. Herrlich. Ja, wunderbar. Ne? So kann auch ein Donnerstagnachmittag aussehen. So, würde ich sagen. Soweit, so gut. Chill time. Schönen langen Spaziergang. Hat er Zeit mitgebracht heute. Weiter geht's.
spontan. Ich weiß, ich muss mich hier nicht rechtfertigen von niemandem. Man soll keine Erklärungen abgeben zu dem Thema, aber irgendwie schwirrt mir das schon seit längerer Zeit im Kopf rum. Und die Frage also, warum mache ich diese YouTube-Videos? Ja, warum nicht? Eben, ja. Ja, mir geht es ja nicht um Abonnenten oder um irgendwelche Likes oder irgendwelche Kommentare, die ich von Menschen, die ihren Senf dazu abgeben. Das ist gar nicht mein Ziel. Für mich ist halt mehr so, ja, so ein Archiv. Für mich privat, natürlich auch Erinnerungen, Erlebnisse und die ich dann noch gerne mit der Öffentlichkeit teile. Wer sie sich angucken kann, guckt sie sich an. Wer da Interesse hat, wenn nicht, dann nicht. Ist doch ganz einfach. Und um mehr geht es mir da gar nicht. Und können die Leute sich dabei denken, was sie wollen oder auch nicht. Und genau, mir geht es nicht darum, irgendwie damit irgendwelche Werbespots Geld zu verdienen auf dem Kanal. Ich habe mein Einkommen, also um Finanzen brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Oder wie auch immer. Da habe ich andere Einnahmequellen, legal natürlich. Ja, aber wer es mag, warum nicht? Jedem das seine, ne? Oh, was für eine Aussicht. Piebitz. Ja, genau, das ist eigentlich kurz und knapp gesagt. Ja, und natürlich habe ich Spaß dabei. Ich fahre jetzt nicht zu diesen Orten hin, nur um diese Videoaufnahmen zu machen. Ich fahre ja dorthin, um was zu erleben, um was Neues zu sehen. Und wenn ich da bin, kann ich das ja eh auch mal festhalten, irgendwie über Video. Packe ich das alles zusammen in ein Video. Ja, und da bietet sich YouTube doch wunderbar an. Kostenlos und unverbindlich. Bei mich, für andere. Und darum geht's. So, das ist halt für mich ein Spaßfaktor und ja, und mich einfach auch ein bisschen mitteilen, so ähnlich wie auf Meta oder Facebook, wie das jetzt heutzutage heißt. Genau, auch einfach ganz entspannt und just for fun. So, in diesem Sinne würde ich sagen, das war mal so ein kleiner Beitrag von mir zu dem Thema, damit die Leute jetzt klar sehen, die Menschen, die diese Frage beschäftigt, ihr habt jetzt eine Antwort zu bekommen und genau. Für mich geht es auch nicht um irgendwelche Konkurrenzkämpfe oder sonst irgendwas. Also das habe ich gar nicht nötig. Mir reicht das so und ja, das ist okay so. Damit kann ich gut leben. In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Tag. Aber ich melde mich bestimmt später nochmal hier aus Malente. Ciao, ciao erstmal. Spontan nochmal ein kleiner Zusatzbeitrag an alle, die dies interessiert. Und zwar geht es um meine Kung-Fu-Geschichten, ja, dieses ganze Kung-Fu-Kram, den ich hier auf Video zeige, auf YouTube. Ganz kostenlos und unverbindlich natürlich. Ich möchte hier nochmal betonen, es geht ja nicht um eine Bewerbung. Ja, ich möchte mich damit nirgendwo bewerben. Irgendwie als Lehrer oder Meister oder wie auch immer man das interpretieren mag, was ich da mache oder nicht mache. Ja, also das liegt dann jedem selber. Und ja, ich habe nochmal eine gewisse Laufbahn hinter mir. Da kann ich auch stolz drauf sein, warum auch nicht. Aber es hat nichts mit Angeben zu tun. Das ist einfach nur eine kostenlose, unverbindliche Information, rein inhaltlich. Die Information, dass es mich gibt. Dass es auch andere Anlaufstellen gibt, wo man Kung Fu erlernen kann. Genau, einfach in den Austausch zu gehen und einfach Spaß haben an der Sache, ja, mehr geht es ja nicht und ich möchte ja nicht, wie gesagt, mit irgendjemand in Konkurrenz treten, ja, wie gesagt, das habe ich gar nicht nötig und auch wenn es jetzt ein bisschen arrogant klingt, aber es ist ja nun mal so, ne? Und es gibt viele Schulen in Hamburg und Umgebung und die haben das auch echt gut drauf, da habe ich auch den ganzen Kram her und so weiter und so weiter und so weiter, ich habe noch meinen Kreis ein bisschen erweitert, so, ne? Mein Erfahrungskreis und ja, wie gesagt, es gibt so viele Anlaufstellen und ich muss mich jetzt hier nicht in den Vordergrund drängen, auch wenn ich jetzt den Beitrag hier tue, wenn ich das jetzt hier von mir gebe. Aber es ist halt, wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal kostenlose Informationen, dass es mich gibt und dass es auch, wie gesagt, Anlaufstellen gibt, außerhalb dieser Kung-Fu-Schulen. Und ja, wie gesagt, das wollte ich nochmal kurz dazu beisagen irgendwie und
Genau, in diesem Sinne, Kung Fu lebt. Spaß an Bewegung. Kung Fu ist ja viel, viel mehr als nur ein Gesundheits- und Fitnessprogramm, also für mich zumindest. Und, ja, und so weiter und so fort. Laber, laber, alles klar. Also, Fragen wurden gestellt, Antworten habt ihr jetzt bekommen. Das muss reichen. In diesem Sinne, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo da draußen in der Welt zum Kung Fu oder Party oder wie auch immer. Ich gehe jetzt weiter meinen Weg. Und zwar da lang. Vielleicht gehe ich heute einmal ganz rum um den See hier, aber das glaube ich nicht. Doch ein bisschen arg groß hier in Malente. Und ja, ich würde sagen, jetzt habe ich genug geschnackt. Jetzt gehe ich weiter spazieren und genieße einfach. Bye. Schönes Grundstück, ein Häuschen drauf, Campingwagen. Das Haus müsste ich natürlich ein bisschen restaurieren, ein bisschen erneuern, logischerweise, wie man gesehen hat. Aus dem Grundstück könnte man auch noch gut was machen hier am See, hier in Malente. Ja, das wäre doch ein Häuschen für mich. Ja. Das wäre doch mal so ein kleiner Traum. Mal schauen. Vielleicht erfüllt er sich ja nochmal. Wer weiß das schon. So, ich gehe weiter meines Weges. Was soll ich sagen? Ja, irgendwie habe ich mich wohl verlaufen. Ich glaube, ich hätte auf der anderen Seite vom Bahnhof gehen müssen. Und irgendwie bin ich jetzt hier nicht an dem See gelandet, wo ich eigentlich wollte. Aber ist egal. War auch schön. Grimsmühlen, Malente, wie auch immer. Diegsee oder nicht Diegsee, oder wie auch immer hier das heißen mag. War trotzdem schön, ja. Hat mir ganz gut gefallen. Ein paar Stunden hier wieder irgendwie am Start gewesen und allein wieder. Ich war ja noch gar nicht hier, aber naja. Das erste Mal heute hier und ja, war ganz entspannt, hat mir gefallen. Jetzt habe ich noch eine andere Station danach und eine kleine Zwischenstation, bevor ich wieder at home gehe, fahre später, wie auch immer. Und ja, also für mich war es das hier heute, hat mir gefallen. Bis bald oder auch nicht. Peace, ciao, ciao.